Und jetzt noch einmal die Zeit. Es ist 7.35 Uhr. 7.35 Uhr. Toll, was? Immerhin 3 Geburtstagskarten für Vati. Und 4 Rechnungen. Was ist denn da drin? Rasierwasser? Pfoten weg. Willst mir nur wieder die Überraschung verderben. Überraschung? Wieso denn die Überraschung? Sie hast du Vati doch immer Rasierwasser geschenkt. Zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Vatertag. Immer Rasierwasser. Hast du diesmal wenigstens eine andere Marke genommen? Jetzt halt doch endlich deine Klappe und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Müsst ihr euch denn schon wieder streiten? Ich muss gar nicht. Aber unser Hausmonster nervt mal wieder. Rudi, lass doch endlich mal die Katja in Ruhe. Was ist denn das? Rasierwasser? Du bist ein solcher Blödmann. Wo bleibt Opa denn? Opa! Opa! Ja, ich komme ja schon. Wir sind so weit. Wofür seid ihr so weit? Sag mal, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Karl hat doch heute Geburtstag. Entschuldigung, ich dachte, du hättest es vergessen. Das dürfte schwerfallen. Alleine gestern hast du mich 3-mal dran erinnert. Und nur, weil ich ein paar Mark zurückgelegt habe, werde ich bei sowas immer als Erster belabert. Außerdem könnte dieser Luxushaushalt ohne meine Rente überhaupt nicht existieren. Ist ja schon gut. Vergiss es. Ich denke nicht dran. Das war eine Sauarbeit, das einzupacken. Was ist denn drin? Rasierwasser. In der Gegend muss es irgendwo einen Bankrottengroßhändler geben, der das Zeug verschleudert. Red keinen Stuss. Das habe ich von Katja zu Ostern bekommen. Warum auch immer. Warum auch immer? Na danke. Eigentlich war es als Gegengift für deine Zigarren gedacht. Katja hat recht. Du solltest endlich aufhören mit deinem blöden Rauchen. Du weißt ganz genau, wie ungesund das ist. Ungesund. Für mich ist das gesund. Und was für mich gesund ist, ist für euch allemal gesund. Deswegen könnt ihr mir zu Weihnachten Zigarren schenken. Zigarren und kein Rasierwasser. Oder soll ich in meinem Alter noch wie eine Parfümerie stinken? Ist ja schon gut. Karl! Karl! Herrgott, wo bleibt der denn? Was hast du eigentlich für ein Geschenk für Vati? Was ganz Tolles. Eine Großpackung Bodylotion für Men. Was sie da immer im Werbefernsehen zeigen. Wo ist es denn? Ach, da. Ganz fein parfümiert. Parfümiert, natürlich. Vati muss langsam das Gefühl kriegen, dass er für uns wie ein Wieselmüffel. Komm. Sag mal, wie alt wird er heute eigentlich? 45. 45? Mhm. Schon fast scheintot. Also jetzt machst du aber einen Punkt, ja? Komm, lauf nach oben, sag, dass wir auf ihn warten. Nein. Er soll sich gefälligst beeilen. Ich bin gleich am Verhungern. Im Schlafzimmer macht er etwas merkwürdige Verrenkungen. So. Könnte sich dabei eventuell morgen Gymnastik handeln? Ach. Macht er das tatsächlich? Mhm. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Das war nämlich meine Idee. Ich finde, in seinem Alter müsste man wirklich ein bisschen auf Fitness achten. Völlig richtig. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mit dem Joggen anfangen soll. Ja, wenn es wärmer wird. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Na prima, mache ich mit. Falls du unterwegs zusammenbrichst. Nee, lass mal lieber. Ich möchte niemanden mithaben, auf den ich Rücksicht nehmen muss, weil er nicht mithalten kann. Morgen Gymnastik. Einer der blödesten Einfälle, die du je hattest. Was ist denn passiert? Sollte mich nicht wundern, wenn ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe. Was soll denn der Quatsch? Aber Vati, du hast doch heute Geburtstag. Deinen 45. Eben. Ein Grund mehr, mich nicht daran zu erinnern. 3, 4. Kräht der Hahn früh am Tag. Kräht er laut, kräht er weit. Guten Morgen, lieber Vati, dein Geburtstag ist heut. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Darf ich jetzt endlich frühstücken? Ja, natürlich. Komm, jetzt pack erst mal deine Geschenke aus. Ach so, ja, ja. Von wem ist das denn? Von Katja. Eine hübsche Verpackung. Rasierwasser.
Das habe ich gesagt. Nein, das ist kein Rasierwasser. Das ist Pre-Electric Shave. Das benutzt man vor der Rasier. Das kannst du nach dem Rasieren benutzen. Das ist von mir. Aha. Wenn ich mir mal einen Bart wachsen lasse, kriege ich überhaupt nichts mehr zum Geburtstag. Oh, was denn? Body Lotion for Men. Das ist von mir. Pre-Electric Shave, Aftershave, Body Lotion. Bei Gelegenheit mache ich mal einen Englischkurs, was? Bei mir brauchst du das nicht. Hier, bitte. Mhm. Rudi. Ach, das ist ja. Rudi. Muss dein Taschengeld erhöhen, was? Was ist das denn? Ein Halstuch. Ich hab gedacht, das bringt ein bisschen Farbe in dein Leben. Das passt zu dir. Ja, mir gefällt es. Mir auch. Komm, guck Schüpf. Mal. Ja. Willst du gar nicht deine Post lesen? Ach, wozu du denn? Die ewigen drei Glückwunschkarten und eins, zwei. Vier Rechnungen. Man muss ja mir der Appetit vergehen. Komm, heute ist doch dein Ehrentag. Janka, wenn ich das schon höre, hab ich doch noch groß zu erwarten. Ein hohes Alter. Ja, genau das ist es. Routine. Der ewig gleiche, langweilige Trott. Ob ich noch 45 bin oder 65. Ich bin mir zu Tode langweilen. Hör auf, so ist das Leben. Hör du auf mit deinen Kalendersprüchen. Karl, jetzt sei doch nicht so deprimiert. Es muss doch irgendwas in deinem Leben geben, worauf du dich freuen kannst. Willst du es wirklich wissen? Ja. Auf ein paar frische Socken. Schönen guten Morgen, liebe Frau Wittenstein. Sie sehen heute mal wieder ganz entzückend aus. Was gibt es Neues in der Gartenmöbelabteilung? Was soll es denn Neues geben? Der Umsatz ist schon wieder zurückgegangen, das ist alles. Mein Gott, was haben Sie denn für ein scheußliches Halstuch um? Aber ich bitte Sie, liebe Frau Wittenstein, ich habe immer Ihren sicheren Geschmack bewundert. Und gerade heute sehen Sie wieder besonders hübsch aus. Haben Sie getrunken? Und außerdem benutzen Sie ein wunderbares Parfum. Wie heißt es? Ich benutze nie Parfum. Ach was? Aber Rasierwasser. Was soll das denn? Das muss alles noch abgelegt werden. Darum haben Sie sich doch immer gekümmert, oder? Und warum übernehmen Sie das nicht mal? Meine Zeit ist schließlich wertvoller als Ihre. Sie sind ein alter Chauvinist. Danke. Ah, Lehmann. Ist ja schön, dass Sie auch schon da sind. Ah, Gruber. Guten Morgen. Für Sie immer noch Herr Lehmann, wenn ich bitten dürfte. Sie hätten schon vor einer Viertelstunde hier sein müssen, Herr Lehmann. Warum? Ist was passiert? Ich will damit sagen, dass Sie zu spät gekommen sind. Und ich verlange äußerste Pünktlichkeit in meiner Abteilung. Außerdem bestehe ich darauf, dass Sie sich vor Arbeitsbeginn bei mir melden. Oder glauben Sie, Paragraph 3 der Dienstanweisung DR-38 vom 15. März gilt nicht für Sie? Als Ihr Vorgesetzter verlange ich ein wenig mehr Respekt von Ihnen. Mein lieber Gruber, ich habe 16 Jahre lang Ihrem Vorgänger Respekt bezeugt. Und auch da war ich derjenige, der hier die Arbeit gemacht hat. Also, lassen Sie mich in Ruhe, ich habe zu tun. Reden Sie nicht in diesem Ton mit mir. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Ach nee. Wohin gehen Sie denn deswegen für gewöhnlich? Sie sind ein Flegel. Und außerdem tragen Sie das hässlichste Halstuch, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Eines möchte ich Ihnen allerdings noch in aller Deutlichkeit sagen. Ich missbillige Ihr Benehmen auf das Schärfste. Es ist an der Grenze zur Anarchie. Ja, Anarchie. Ich wünschte, Sie würden sich mehr an Frau Wittenstein orientieren. Was ist mit mir? Ach, nichts Besonderes. Aber offensichtlich ist Herr Gruber ein heimlicher Verehrer von Ihnen. Er hat mir gerade gestanden, dass er Sie für besonders... Aber was wollten Sie eigentlich sagen? War es nicht... Ach ja, dass er Sie für besonders sexy hält. Also, Herr Gruber... Nun, ich, Ja, vielleicht lasse ich Sie beide jetzt ein bisschen alleine, nicht? Lehmann, setzen Sie sich sofort wieder hin!
Ich verbiete mir Ihre Geschmacklosigkeiten. So. Und nun zur Tagesordnung. Ja. Haben Sie die Lagerbestände der Hollywood-Schaukeln schon überprüft? Aber selbstverständlich. Hier ist die Liste. Korrigiert und auf den neuesten Stand gebracht, genau wie Sie es angeordnet haben. Formblatt HS32-A, bitte. Ausgezeichnet. Und wie sehen die Verkaufszahlen bei den Gartengrills aus? Das müsste Formblatt GG12-F sein, nicht wahr? Genau, GG12-F. Und die Aufstellung über die Liegestühle habe ich auch schon fertig. Habe ich heute früh als erstes gemacht. LS42-R. Wunderbar, Frau Wittenstein. Ganz wunderbar. Moment, hier stimmt aber was nicht. Sie haben die Gartenstühle, die eigentlich auf ein GS17-K-Formblatt gehören, hier mit auf dem LS42-R-Formular aufgeführt. Also, das ist nicht in Ordnung. Aber natürlich. Sie selbst haben doch mit der Dienstanweisung BA-72 vom 12. August angeordnet, dass Liegestühle und Gartenstühle ab sofort auf ein gemeinsames Formblatt, nämlich LS42-R, gehören. Da bin ich ganz sicher. Sie irren, liebe Frau Wittenstein, das habe ich ganz sicher niemals angeordnet. LS42-R ist LS42-R und GS17-K ist GS17-K und so soll es auch bleiben. Aber das stimmt doch nicht. Ich erinnere noch ganz genau, dass LS... Ich werde doch wohl noch wissen, welches Formblatt für welchen Artikel zutrifft. Schließlich habe ich jedes einzelne eigenhändig entworfen. Oh ja, das haben Sie. Sie und Ihre Formblätter. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Schreien Sie mich nicht an. Ich schreie, so viel ich will. Das tun Sie nicht. Das tue ich doch. Das tun Sie nicht. Ruhe, verdammt nochmal. Bei dem Krach kann ja kein Mensch arbeiten. Wieso, was geht Sie das an? Frau Wittenstein kann schreien, so viel sie will. Das heißt, ich wollte sagen, natürlich nicht. Wenn einer hier schreit, dann bin ich es. Schließlich bin ich Ihr Vorgesetzter. Na. Herr Gruber, wir wollen doch nicht die Gleichberechtigung vergessen, nicht? Gleiches Recht für Mann und Frau. Dieses Büro verträgt keine zwei Chauvinisten gleichzeitig. Nicht wahr, Frau Wittenstein? Ich bin kein Chauvinist. Oh doch, das sind Sie. Nein, das bin ich nicht. Jetzt ist aber Schluss. Ist ja schlimmer als die Wiederholung im Fernsehen. Ich schlage vor, Sie übergeben mir den ganzen Quatsch. Und warum? Weil ich der Einzige bin, der hier überhaupt noch durchblickt. Und da wir gerade davon reden, ich habe die Nase voll, hier die Dreckarbeit zu machen. Und diese bekloppte Ablegerei, die mache ich auch nicht mehr. Kann sich doch mal Frau Wittenstein darum kümmern. Ich? Ich denke nicht daran. Ich beabsichtige noch heute, mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Ich möchte endlich mal wissen, warum ich bei den Beförderungen immer übergangen worden bin. Und dabei werde ich auch die Registratur und diese verdammte Ablage zur Sprache bringen. Also wenn hier schon jemand ein Recht auf Beförderung hat, dann bin das ja wohl ich. Aber es ist ja immer dasselbe, wenn man eine Frau ist. Außerdem wollte ich so und so nicht hier versetzt werden. Die Kollegen in der Polstermöbelabteilung waren viel netter und kultivierter. Ach, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Ihrer Meinung bin. Diese Abteilung zeichnet sich durch ein besonders beschissenes Betriebsklima aus. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, Herr Gruber, aber hier sind die Sachen, die Sie bestellt haben. Wiedersehen und schönen Tag noch. Ja, es ist mir ein wenig peinlich, lieber Herr Lehmann. Frau Wittenstein und ich, wir haben ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass wir eine kleine Fete geben. Eine Geburtstagsfete. Heute Nachmittag, nicht wahr, Frau Wittenstein? Ja, eine kleine Überraschungsparty. Nun, was meinen Sie? Einverstanden? Selbstverständlich, Herr Gruber. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wittenstein. Ja, dann wollen wir mal, nicht? Ach, Sie brauchen sich da gar nicht drum zu kümmern, Frau Wittenstein. Ich bringe da schon Ordnung rein. Ja, und danach mache ich die Ablage und die Lagerlisten. Und wenn Sie sonst noch irgendwelche Probleme haben, ein Wort genügt. Sechsundzwanzig, neunundzwanzig, einunddreißig. Herr Lehmann? Herr Lehmann? Ja? Wo stecken Sie denn? Hier. Entschuldigung, zwischen den vielen Zwergen bemerkt man Sie gar nicht. Halt mal die Luft an, versuch nicht auch noch witzig zu sein. Frau Wittenstein schickt mich, Sie sollen ins Büro kommen. Sie wüssten schon Bescheid. Ja, ich komme. Geh schon mal vor und kündige mich an.
Seemann, endlich. Und so erhebe ich mein Glas auf unsere liebe, von uns allen geschätzte Maria, die durch ihre unermüdliche Arbeit immer dafür gesorgt hat, dass unsere Büros in den letzten 12 Monaten, die sie jetzt schon bei uns ist, so sauber und behaglich gewesen sind, wie sie sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns anstoßen auf den 60. Geburtstag unserer treuen Seele Maria. Wie heißt sie eigentlich? Grabowski. Maria Grabowski. Sie lebe hoch, sie lebe hoch, sie lebe hoch. Was ist denn mit Ihnen? Was? Was mit Ihnen ist, habe ich gefragt. Nichts, überhaupt nichts. Übrigens, der Geschäftsführer will Sie sprechen. Der Geschäftsführer? Na, deshalb habe ich Sie doch holen lassen. Mich? Ja, Sie, und zwar sofort. Warum? Wie soll ich das wissen? Vielleicht hat er von Ihrem neuen Halstuch gehört und will es jetzt persönlich bewundern. Ja? Entschuldigung, Herr Hansen, aber Herr Lehmann wäre jetzt da. Ist gut, schicken Sie ihn rein. Bitte, Herr Lehmann. Herr Lehmann, wie schön. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Bitte. Zigarette? Danke. Oder vielleicht eine schöne Zigarre? Ach nein, danke. Was hatten Sie von einem Cognac? Ach, ein Cognac könnte nicht schaden. So, Sie sind recht, lieber Lehmann. Man muss dem Leben immer die besten Seiten abgewinnen, nicht wahr? Prost. Prost. Tja. 16 Jahre sind Sie nun schon bei uns. Ja, 16 Jahre und 4 Monate, wobei ich... Wobei, wie ich Ihre Akte entnommen habe, Ihre Arbeit hier bei uns, nun sagen wir, als durchaus befriedigend beurteilt wurde. Vielen Dank, ich... Nun, es wird ein paar Veränderungen hier im Hause geben. Veränderungen, die auch Sie betreffen. Vielen Dank, Herr Hansen. Vielen herzlichen Dank. Sie glauben gar nicht, wie lange ich auf diesen Augenblick gewartet habe. Es tut gut, endlich einmal Anerkennung zu finden. Ich verstehe nicht. Also, wenn ich ehrlich sein soll, mal unter uns. Ich wollte schon lange weg von der Gartenmöbelabteilung. Ich war viel zu lange da. Wissen Sie, ein Mann in meinem Alter, ich meine, mit meinen Fähigkeiten, der sollte doch eine etwas verantwortungsvollere Position bekleiden. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Und ich gebe Ihnen recht. Wirklich, das freut mich. Ich bin der Auffassung, wir sollten Ihren ehrgeizigen Plänen nicht im Wege stehen. Und die Veränderungen in der Firma werden Ihnen die Chance geben, nach der Sie suchen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Hansen. Um es kurz zu machen, aus wirtschaftlichen Gründen und aus der Notwendigkeit zur Rationalisierung beabsichtigen wir, die Gartenmöbelabteilung aufzugeben. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Finden Sie? Aber ja, weg mit dem ganzen Schrott. Die Firma muss sich gesund schrumpfen. Und welche neue Position haben Sie für mich vorgesehen? Gar keine. Sie sind entlassen. Entlassen? Es tut mir sehr leid, aber in diesen schwierigen Zeiten müssen wir alle Opfer bringen. Sie können ab morgen zu Hause bleiben. Ab morgen? Selbstverständlich läuft Ihr Gehalt innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist weiter. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Aber Ihre Anwesenheit hier ist nicht mehr vonnöten. Nicht mehr vonnöten. Sehen Sie das Ganze doch mal positiv. Jetzt haben Sie genügend Zeit, sich nach einer Aufgabe umzusehen, die mehr Ihren Fähigkeiten entspricht. Hm? Tja. Wir wünschen Ihnen jedenfalls für die Zukunft alles Gute. Auf Wiedersehen. Eine Bitte habe ich noch, Herr Lehmann. Ich muss noch die anderen Abteilungsmitglieder informieren. Schicken Sie mir doch bitte gleich mal Frau Wittenstein vorbei. Mit dem größten Vergnügen. Herr Lehmann, gestatten Sie mir noch eine private Frage? Ja. Wo um Gottes Willen haben Sie nur dieses abscheuliche Halstuch her?
Ich nimm's doch nicht so schwer. Du bist ja schließlich nicht der Einzige, den sie in der Gegend erwischt hat. Schwer? Wie kommst du denn darauf? Ich fühle mich absolut schwerelos. Tschüss, Karl. Halt. Im Leben eines jeden Mannes kommt der Moment, wo er sich entscheiden muss, ob er der Frosch oder der Prinz sein will. Ich bin nicht der Frosch. Ich bin der Prinz. Nö, geh wieder, Zeff. Tschüss, Heinz. Tschüss, Karl. Heinz, ja. Gib mir noch eine von deiner Hopfenkaltschaft. Aber sicher, mein Lieber. Champagner für meine Familie. Inge, bring Gläser. Wir haben was zu feiern. Karl, was ist denn los? Siehst du doch, Vati ist bereit wie eine Natter. Schweig, mein Sohn! Halb besoffenes, rausgeschmissenes Geld. Henning! Ruhe! Ich habe euch was mitzuteilen. Karl, bist du etwa befördert worden? Genau. Oh, Karl. Hinaus befördert. Hinaus befördert? Was heißt denn das? Entlassen. In allen Ehren entlassen. Abgebaut. Entschuldige, Vati, was findest du dran so komisch? Ich begreife dir nicht. Das ist die Chance meines Lebens. Ich fühle mich, als wäre ich nach 20 Jahren Knast den ersten Tag in Freiheit. Ich fange ein völlig neues Leben an. Und wovon sollen wir leben? Ich meine... Keine Angst, es ist mir genau überlegt. Wozu habe ich eine gesunde Frau, strebsame Kinderchen, einen rüstigen Schwiegervater? Mit meinen Ersparnissen brauchst du gar nicht erst zu rechnen. Mann, ich habe noch ein Jahr bis zum Abi. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ruhe! Ich habe euch lange genug ernährt, jetzt seid ihr mal dran. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Mein voller. Voll, das kann man wohl sagen. Und eines sage ich euch. Wenn ich überhaupt je wieder einen Job annehme, dann muss es etwas sein, was meinen Fähigkeiten entspricht. Ich wüsste auch schon, was passend ist. Ja? Konsul von Andorra in Liechtenstein. Das wär's. Tja.